Im Palais Sejinyi im ersten Wiener Gemeindebezirk residiert Teppichhändler Ali Rahimi. Einmal jährlich überlässt er die edlen Räumlichkeiten dem Profil. Dann nämlich findet das Profil Editors Dinner statt. Eine Veranstaltung, die sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur nicht entgehen lassen. Das sind alles ganz nette Führungskräftinnen und Führungskräfte, die man natürlich das ganze Jahr auch trifft. Aber unter der Schirmherrschaft vom Profil ist es ganz was Besonderes. Es sind sehr viele Geschäftsführer da, es sind sehr viele Meinungsbilder da. Und das Profil schafft es doch immer wieder, diese Leute zu versammeln, gemeinsam einen Abend zu verbringen. Man ist lockerer, man isst gemeinsam, man unterhält sich. Man kennt sich schon untereinander. Und das, was mich so irrsinnig stolz macht, auch die Gäste fragen mich schon immer Mitte des Jahres, ist es eh wieder bei dir alle? Ich sage, ja, aber der Christian entscheidet das, aber ich glaube schon, das ist bei uns. Ja, es ist, glaube ich, hier, wie seinerzeit Präsident Clinton, der vor ein paar Monaten bei mir war, gesagt hat, it's magic. Über welche Themen die Opinion Leader so plaudern, soll nicht immer an die Öffentlichkeit geraten. Aber eines ist sicher dabei, das Budgetloch. Man wird da damit konfrontiert, ich habe die Budgetlöcher, muss ich mir jetzt da eitlerweise zugute halten, schon vor einem halben Jahr und Jahr gesehen. Ach, das Budgetloch. Ich habe mich heute in einer Aufsichtsratssitzung mit der Planung für die Österreichische Post für die nächsten 5 Jahre beschäftigt. Da gibt es kein Budgetloch. Ja, das ist so mit den mit so schwarzen Löchern, die sind immer da, aber dann auch wieder nicht da. Ich habe jetzt irgendwie erfahren, dass das nur ein Vorzeichenfehler ist, das minus 40, da fehlt nur ein senkrechter Strich. Und wenn der Michael Häupl spricht eher von einem Budgetberg, welches Budgetloch? Also ich weiß nur, dass in der Kultur schon lange ein Loch herrscht und ich hoffe, irgendwo kommt da noch was her, um dieses Loch zu stopfen. Aber die Budgetlöcher haben ja offensichtlich die Eigenschaft, dass sie unbemerkt größer und genauso unbemerkt auch wieder kleiner werden. Also wenn man lang genug wartet, verschwindet es vielleicht. Man kann also auch die Milliardenlöcher mit Humor nehmen. Den können die Gäste dann auch gut gebrauchen, wenn sie von Profil-Chefsatiriker Rainer Nikowitz mit dem verbalen Teppichklopfer bearbeitet werden. Und die Stammgäste unter Ihnen wissen ja auch schon, es sind ja doch viele, was jetzt kommt. Ich werde Sie beleidigen. Ne? Also ich habe keine Angst vor Watschen, das muss man auch aushalten. Ich glaube, ich bin einmal erwähnt worden, das war durchaus aushaltbar. Und ich glaube, es ist eher so, wie auch in der Karikatur, dass man sich ein bisschen ärgert, wenn man nicht vorkommt. Die Rede erwarte ich mit Sehnsucht, aber auch Gelassenheit. Ich weiß nicht, ob die Grünen da irgendwas abbekommen. Manchmal schauen, wird passen. Konstruktive und auch humorvolle Kritik ist immer etwas Belebendes. Der macht das immer mit so einer Eleganz und Leichtigkeit, dass man selbst wenn man Ziel seines Spotts und seiner Häme ist, eigentlich trotzdem drüber schmunzeln muss. Ich glaube, sich selber nicht so bier ernst zu nehmen oder so bitter zu ernst zu nehmen, ist ganz gut. Erdet auch und vielleicht den Finger in die Wunde zu legen auf eine angenehme Art und Weise, das ist halt Profil. Mein Auftritt hier dient ja nicht nur Ihrer Unterhaltung, sondern auch als Beweis, wie todesverachtend unabhängig wir vom Profil sind. Ne? Wobei gerade das mit der Unabhängigkeit von der Politik und den Eigentümern zugegebenermaßen nicht flächendeckend so gesehen wird. Wenn man jetzt nur zum Beispiel den Josef Czap fragen würde, warum wir im Profil immer so böse über ihn schreiben, dann wäre die Antwort vermutlich, es ist ja kein Wunder, weil schließlich gehören die ja zur reaktionären Raiffeisen-Gummistiefelpresse. Ne?